Hallo, hier ist wieder Sebastian vom Nationalpark Besucherzentrum in Torfhaus, hier im wunderschönen Nationalpark Harz. Ich bin hier gerade auf dem Goetheweg unterwegs Richtung Brocken und bin hier wenige hundert Meter unter der Torfhaus-Siedlung, kurz vom großen Torfhausmoor, und hocke jetzt hier auf einem relativ unscheinbaren Platz. Die meisten laufen vorbei und der fällt eigentlich nur dadurch auf, dass hier überhaupt nichts wächst. Und der Grund dafür, dass hier bis heute nichts wächst, ja, der findet sich im Boden. Wenn man hier ein bisschen wühlt, findet man kleine Holzkohlestückchen wie hier oder tiefschwarze Erde. Und das verrät uns auch, was hier mal stand, und zwar ein Holzkohlemeiler. Einer von schätzungsweise 30.000 Stück im Harz. Und ein Meiler, das ist letztendlich ja aufgeschichtetes Holz, abgedeckt mit Reisig und Erde. In der Mitte ließ man einen kleinen Schacht. Dort wurde Feuer gesetzt. Und so ist dann ja im Laufe von meist ein, zwei, manchmal sogar drei Wochen das Holz verkohlt und man hatte eine relativ wertige Holzkohle, und die brauchte man, ja, um den Bergbau am Laufen zu halten, denn mit der Holzkohle hat man hier verhüttet. 30.000 Holzkohlemeiler, ein sehr ertragreicher Bergbau, das hatte natürlich zur Folge, dass es mit den Holzbeständen im Harz sehr, sehr schnell zu Ende ging, und ohne die Köhlerei, ohne den Bergbau würden die Harzwälder anders aussehen. Die Fichte wuchs ursprünglich hier ab Torfhaus ungefähr 800 Höhenmeter bis zur waldfreien Brockenkuppe. Darunter waren die Harzwälder eigentlich dominiert von der Buche, es war eigentlich ein Laubwald. Und das Verhältnis hat sich durch Bergbau und die Optimierung der Wälder ja umgedreht. Jetzt haben wir einen sehr, sehr hohen Bestand an Fichten im Harz. Und hier im Nationalpark beobachten wir, ja, dass sich die Fichte nicht ganz so wohl fühlt, wie man sich das gedacht hat. Und ohne den Bergbau würden die Wälder anders aussehen. Und das ist das ganz Spannende hier zu beobachten, was bedingt, wie die ganzen Ursachen und Wirkungen zusammenhängen. Und in diesem Sinne soll es jetzt erstmal mit der Köhlerei reichen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Lasst die Wildnis in euer Herz. Bis dann.